Die Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde ist ein katholischer Jugendverband, der seit mehr als 70 Jahren Begegnungen ermöglicht zwischen Kindern und Jugendlichen, die Interesse an europäischen Begegnungen haben. Im Zentrum stehen Begegnungen mit osteuropäischen Jugendlichen, insbesondere aus Tschechien. Neben den regelmäßigen Veranstaltungen, wie zum Beispiel die deutsch-tschechischen Kinder- und Jugendfreizeiten im Bayerischen Wald, organisiert die Junge Aktion immer wieder ganz besondere Projekte zum gegenseitigen Austausch. Dementsprechend haben wir uns gedacht, wir machen uns auf den Weg mit dem Fahrrad und suchen auf dem Weg den Frieden. Suche Frieden. Die Radtour von Prag nach Münster führt über geschichtsträchtige Orte. Highlight vor dem Start ist der Empfang auf dem legendären Balkon in der Prager Botschaft. Wir von der Deutschen Botschaft hier in Prag unterstützen die Aktion der jungen Ackermann-Gemeinde sehr gerne. Sie setzt damit ein Zeichen für den Frieden. Dieser Ort hier, es ist mit positiven Aspekten der Geschichte verbunden, steht für Freiheit. Und Freiheit und Frieden gehören ja auch untrennbar zusammen. Alles Gute. Okay. Das sind jetzt Projekte, die können wir seit 1989 machen, seit der Grenzöffnung, wo wir gemeinsam mit tschechischen Partnern was Cooles auf die Beine stellen können und das jetzt nicht nur einfach nur in die Vergangenheit schaut, sondern wo wir auch gemeinsam was Zukunftsfähiges machen können. Das Besondere an unseren Veranstaltungen ist, dass sie immer mehrsprachig stattfinden, sodass sich alle Kinder und Jugendliche auf ihrer Muttersprache ausdrücken können und so keine Angst haben müssen, nicht verstanden zu werden. Ich fand diese Idee sehr gut, wenn sich die jungen Menschen zusammentreffen, ein paar Tage durch Tschechien und durch Deutschland reisen auf dem Fahrrad. Und ein kleines Zeichen zu setzen für den Frieden in Europa unter uns jungen Menschen. Eine Friedensfahrt, also schöner geht's fast nicht mehr. Ein Europa der Menschen. Das ist das Ziel der jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde.